TV Straßensound. Die Hauptrollen sind Kida Ramadan, Frederik Lau und ich. Die kenne ich zum Beispiel, weil meine Mutter guckt immer Tatort. Ich habe dich kennengelernt, da war ich mit den Jungs von KIZ und damals noch Desodog in deiner Stadt. Ja, du warst da sowas wie der Boss, ich war stinkbesoffen und wir haben uns super verstanden, haben glaube ich 2 Stunden Freestyle gemacht, oder? Und da können wir dieses Wort rausholen, lieber. Von der Brücke fallen, als dein Bruder in den Rücken fallen. Als einer ein Rohdiamant war es. Man wusste schon, wenn du das weitermachst, wird's krass. Aber ich kann sagen, hier, mein Bruder, er hat schon damals an mich geglaubt. Das ist 2006, 10 Jahre her, bevor irgendjemand anders an mich geglaubt hat. Gab es schon mal einen Punkt, wo du gesagt hast, gedacht hast, die Musik an den Nagel zu hängen? Naja, als Papa starb. Yo, hier ist Boogie Dutzen Keeper, TV Straßensound, mit meinem Homie Vase, einer der realsten Jungs für mich im Game, in seiner Wohnung in Berlin. Vase, erstmal danke, dass du von Zeit hattest. Alles fresh, Baby? Ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen, Bro, Alter. Siehst gut aus, Baby. Dankeschön, Bro. Erstmal, du bist jetzt hier bei uns, wa? Ja, Mann. Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Monaten hier, da ich eine Serie drehe hier in Berlin. Genau. Wie die Leute auch wissen, 4 Blocks heißt die Serie. TNT-Serie strahlt es aus, ja. Sehr große Produktion, ne? Ja, ist eine große Produktion. Ist ein Gangsterfilm, Deutsche, ne? Ja, so Gangster-Drama, sowas. Cool, man hat schon viel gehört. Kannst du uns preisgeben, wer noch mitspielen wird? Die Hauptrollen sind Kida Ramadan, Frederik Lau und ich. Die kenne ich zum Beispiel, weil meine Mutter guckt immer Tatort, da kenne ich die Jungs. Ich kenne ja auch Antonio Warnick, der hat mir die Filme auch schon gezeigt, ein bisschen Uma und so, sind coole Filme. Ja, sind auf jeden Fall coole Filme. Also ich kann auch nochmal sehr, sehr froh sein, dass ich bei so einer Sache dabei sein darf. Und ja, ich bin übertrieben froh. Meinst du auch ein bisschen Rap, war dir ein bisschen das Ticket gegeben? Ja, natürlich. Ich meine, ich denke mal, durch die Performance in den Videos und die Ausstrahlung, die man da wiedergibt, hat es irgendwo dazu geführt, dass man noch da reingerutscht ist. Wie lange kennen wir uns jetzt? 10 Jahre? Ist das übertrieben? Nee, du hast genau den Nagel auf den Kopf gehauen. Das sind genau 10 Jahre, Digga. Ich habe dich kennengelernt, da war ich mit den Jungs von KIZ und damals noch Desodog in deiner Stadt. Ja, du warst da sowas wie der Boss, ich war stinkbesoffen und wir haben uns super verstanden, haben glaube ich 2 Stunden Freestyle gemacht, oder? Stimmt, ja, übertrieben. Auf jeden Fall, diesen Tag werde ich nicht vergessen. Ich auch nicht. Das war in Essen Zischkal. Wir waren da eingeladen. Wir wussten, dass die ganzen Jungs aus Berlin kommen, unsere Freunde, du, damals Deso natürlich auch, damals war ja nicht der Deso von heute. Manu. Manuelsen war da, ja. Manuelsen war da, Ali war da, alle waren da, viele Leute waren da auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht alle Namen miteinander aufzählen. Belasch war da, Lady Scar, Age war da, Lady Scar war da, etc. auf jeden Fall. Die ganze 36-Bande war da. Ja, auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir gute Freunde, du weißt. Ey, wir haben uns so Bombe verstanden. Du hast so eine große Kette, wir hatten eine dicke Kette, haben dann gefreestellt, war ein toller Abend, ja. Ey, danach ist gar nicht so viel Zeit verstrichen. Da haben wir uns bei mir in der Stadt getroffen und wir haben schon aufgenommen. Damals hieß du noch Psycho Vase. Ja, also damals, ich hatte mir keinen Namen gegeben und so die Straße hat mich immer so gerufen, Psycho Vase, und das ist dann irgendwie so hängen geblieben. Und du weißt ja selber, wir haben damals, ich war jetzt nicht so entschlossen, Rap zu machen. So. Ein Rohdiamant war es. Man wusste schon, wenn du das weitermachst, wird's krass. Aber ich kann sagen, hier, mein Bruder, er hat schon damals an mich geglaubt. Das ist 2006, 10 Jahre her, bevor irgendjemand anders an mich geglaubt hat, war dieser Herr, der an mich geglaubt hat und auf dem Album Boogie und Atzen 2 mich draufgepackt hat. West Berlin Hessen West, Kugelhagel-Rap, klick, klick, wir sind die letzten Schritte. Ey, weißt du, aber wir haben uns von Anfang gut verstanden. Du bist für mich einer der Realsten, weil ich habe auch deinen Background kennenlernen können und so. Und ich fand sowieso, Altendorf hat mich vorher an meine Gegend erinnert. Ja. Wenn man da so hinläuft, die Leute nicht, die denkt man voll harmonisch, dann sieht man es da bei euch, wie es abgeht, ist verrückt. Ja, Bro, wie blickst du zurück? Dann, du hast jetzt 2 Sachen veröffentlicht, habe ich auf dem Schirm. Audiovisuell und 43er Therapie, ne? 43er Therapie kam als erstes, das Mixtape, und danach kam audiovisuell. Genau. Und meinst du wegen neuer Musik und sowas so anstehen? Nein, dass du wusstest schon mal, dass du gut bist, also dass du so reinschlagen würdest, hätte ich nicht gedacht. Das ging ganz ziemlich, da war dieser negative Teil mit den Knast und davor waren schon die starken Lieder. Dann ging es irgendwie steil bergauf, weil ich merke immer, wenn meine Homies Leute kennen, die haben mit Rap nichts zu tun und die kennen dich jetzt, also die pumpen dich und feiern dich. Und da habe ich schon gemerkt, dass du viel erreicht hast mit dem, was du gemacht hast. Ja, auf jeden Fall,
das waren meine ersten zwei Sachen und wie du gesagt hast, die haben mich auf jeden Fall weit gebracht, ohne jetzt auch großartig eine Promotion zu haben oder einen großen Marketingplan dahinter zu haben. Es war einfach die Musik, die gestimmt hat. Und viel Fleiß auch. Man muss sagen, du warst die ganze Zeit dabei. Du warst immer. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Genau. Ich bin auch damals immer. Also, das, für einen Jungen, der von der Straße kommt, da habe ich ehrlich den Traum so gejagt. So. Ich bin immer hin und her gefahren mit Zügen, mit dies und das. Normalerweise, ich wäre niemals für irgendjemanden in den Zug gestiegen und wäre irgendwo hingefahren. Aber es ging mir letztendlich um die Musik. Und ich mag Musik. Das ist krasser wie Kampfsport für mich. Ein krasseres Ventil als Kampfsport. Voll, voll, immer meine Rede, darüber gehen wir mehr noch ein. Ich weiß noch, einmal kamst du runter, ich hatte übel Streit, war gerade nicht mal Herr meiner Sinne. Mhm. Ich war gepackt, ich war dann und wusste und wollte nicht, dass du mitkommst. Du hast dann die Nacht mit mir verbracht, will ich dir nie vergessen, Bro. Damals in Neukölln. Da, wir kannten uns gar nicht so gut. Ich meinte, Vasey, wenn du hier bleibst, kann was passieren. Und du bist bei mir geblieben, das werde ich dir nie vergessen. Ich hätte dich nicht allein lassen können in dem Moment. Das werde ich dir nie vergessen, Bro. Ja, guck mal, das will ich auch sagen. Diese ganze, auch wenn wir jetzt zu diesen Brüder und diese Loyalgeschichte kommen, da sollte man nicht mit dem Mund reden. Das sind so Momente, die man für sich weiß, weißt du? Diesen Beispiel, diesen Moment haben wir. Wir haben den nie erwähnt. Das wird jetzt erwähnt, Beispiel. Und da können wir dieses Wort rausholen, lieber. Von der Brücke fallen, als dein Bruder in den Rücken fallen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich poste das manchmal. Das ist mein Lebensmotto. Dein Spruch, dein Rap-Spruch ist mein Lebensmotto. Aber der beste Spruch, den du rausgemacht hast, ich habe meine Schafe immer dabei, wie ein Hirte. Hast du rasiert? Ja. Ah, kennst du schon, ich bin kein Schauspieler, aber meine Frau sagt, Moritz, bleib treu. Hammer, Bruder. Wie sieht's aus? Hast du jetzt auch, wo du jetzt so viel mit Filmen unterwegs bist, noch Zeit, deine Musik weiterzumachen? Die Leute warten bestimmt wieder auf was Neues. Die Leute warten natürlich sehr, sehr lange schon auch. Aber ich kann es auch den Leuten hier nur wiedergeben. Ihr wisst, ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Das ist nicht so leicht. Ich habe meinen Vater verloren. Ich wollte es nicht ansprechen, weil ich weiß es ja. Ich habe meinen Vater verloren. Gott sei ihm seine Seele gnädig. Allah rahmete lassen. Aber es sind gerade mal ein Jahr her. Ja. Und ich weiß nicht, wie andere Leute damit umgehen. Aber ich kann damit nicht so leicht umgehen und das vergessen und dann direkt zur Musik rüberschwappen. Ich wollte es nicht ansprechen, Bro, aber an der Stelle nochmal Beileid auch von mir, das hatten wir ja schon. Ja, und die andere negative Sache, jetzt hast du es auch angedeutet, mit Knast ist da jetzt alles vorbei. Hast du noch Auflagen oder? Nee, ich habe Gott sei Dank vor einem Monat die Bewährung abgelaufen. Alles Gute, meine 2017. Ja, Gott sei Dank. Ja, so eben. Ja, die ist vorbei. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder so Sachen. Gesetz, Gesetz, clean. Du hast es im Vergleich zu anderen, das meine ich auch nicht abfällig, mir wurde es auch in Szene gesetzt, ohne was ich wollte, als ich in UAF war. Mhm. Du hast es nicht so in Szene gesetzt, das ist nicht so vermarktet. Nee, mehr als andere, ne? Das siehst du auch so. Ist es was Schönes, mit sowas anzugeben? Nee, oder manche sind 3 Minuten drin, machen ein Album darüber, weißt du? Ja, Leute machen ein Album darüber, Leute reden darüber, Leute geben damit an, Leute gehen damit hausieren. Aber Gefängnis ist nicht so was Schönes. Und ich meine, ich bin auch nicht ins Gefängnis gegangen, weil ich jemanden beklaut habe oder irgendeine Frau verkauft habe. Es ist mir ein dummes Schicksal passiert. Ich habe mich geprügelt. Ich habe mich gewehrt und ein Mann hat sein Leben dadurch verloren. Ja. Verstehst du, das ist was ganz Schlimmes. Ich wünsche sowas keinem auf der Erde. Ja. Hast du irgendwas Positives aus der Zeit gezogen? Weil du kamst auch raus für Außenstehende, hattest diesen Überflow, ich nenne es den Zahnlückenflow. Dann warst du ausgereift. So. Kann es sein, dass du da auch viel nicht eingegangen bist, dich selber noch mehr kennengelernt hast und auch dein Flow ausgefeilt hast? Weil danach gab es so, es war eine kleine Zweiklassengesellschaft. Wenn ich den alten Wesel gehört habe, wie wir am Anfang gearbeitet haben und dann, wie du dann rauskamst, da war eine große Entwicklung. Ich habe mich selber noch nicht gefunden gehabt. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Ich war ja so ein Junge, der immer auf irgendwelche Beats irgendwas nachgerappt hat und gar nicht so in diesem Rap-Ding drinne war. Also ich musste das auch alles mal erstmal kennenlernen. Was sind eigentlich 16 Bars? Was ist eigentlich ein Takt? Was ist genau das? Was ist genau dies? Ich hatte von nichts eine Ahnung. Leute sind schon 10 Jahre dabei, die haben einen richtigen Masterplan. Ja? Und ich wurde so wie ins kalte Wasser geschmissen und jetzt fange an zu schwimmen. Verrückt, Alter. Vor allem, du warst Gangster, bevor du gerappt hast. Die meisten sind Gangster und sind Rapper und dann werden sie Gangster. Gangster mit Rapper geworden. Genau. Gangster beim Rappen geworden. Genau. Verrückt, basic. Wir versuchen ja dadurch, aus diesem Weg rauszukommen. Wir erzählen das, was wir erlebt haben, das, was andere Leute machen, aber keiner soll mir erzählen, dass er dahin wieder zurück will. Hast du, ich denke, du wirst sehr oft auch positives Feedback haben.
Oder hast du, merkst du auch, dass du so eine bestimmte Zielgruppe, also eine bestimmte Lobby vertrittst so auch? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Lobby ich betrete, aber ich weiß, dass auch junge, mittlere, ganz große Leute meine Musik hören. Also es sind Ältere, die meine Musik hören, es sind Jugendliche, die meine Musik hören, es sind sogar Kinder, die meine Musik hören. Also bei mir in der Hood und in Berlin generell, bist du, das sagen nicht, weil du mein Homie bist, wissen die auch, vielleicht wollen manche nur Politik machen, aber bist du sehr beliebt und hast die auch erreicht. Und wenn Berliner einen hören, der von außerhalb kommt, muss man schon viel erreichen. Und du, ich muss sagen, die deine beiden Alben haben Lieder auf meinen MP3-Player geschafft. Und wenn Deutsche auf meinen MP3-Player schaffen, ist fast unmöglich, Bruder. Dankeschön, vielen Dank. Wie soll ich sagen, ich kann auch nur das wiedergeben, was du gerade gesagt hast. Berlin hat mir ganz, ganz viel Liebe gegeben. Also, und du hast auch recht, Berlin akzeptiert nicht jeden. Mm-mm. Ja, die sind ehrlich anti alles, was sowas angeht. Ja, ich schwöre. Ja, aber da kann ich auch nochmal sagen, One Love, Berlin. Berlin, Altendorf, Berlin Connection. 3643, ganz Berlin, du weißt Bescheid. Wo warst du als letztes vertreten, bei welchem Album? Ich glaube bei Chilo Abdi. Chilo Abdi. Ich glaube schon, ja, bei Chilo Abdi. Letztes Mal konnte man dich wo live sehen? Live? Boah, ich hab's vergessen, Alter. Kenn ich bei den Gigs immer. Wie immer. Ist was geplant, live? Live, ja, wenn ein Album kommt, hoffe ich mal auch, dass so eine kleine... Vielleicht so eine kleine Clubtour geben wird oder so. Schön. Ich mache mal Scotchen, ich tanze nackt den Moonwalk. Nein, auf der Bühne. Was ist da, was? Spaß, Bro. Basie, wenn du dich in 10 Jahren siehst, Wünsche, Ängste, Ziele? In 10 Jahren? Ich wünschte mir in 10 Jahren, dass ich ein ruhiges, gelassenes Leben habe. Wie so ein alter Schnösel, der so einen kleinen Garten hat, der ein bisschen an der Hecke rumschneidet und so. So. Cool. Hammer, Basie. Ey, wie sieht's aus? Gibt es Leute in Deutschland oder in Amerika, Frankreich, die du schätzt, mit denen du noch nicht gearbeitet hast? Diese eine jetzt in Frankreich, dieser SCH, ist gut. Ich glaube, der heißt SCH, nennen die den, ne? Das ist richtig. Ja, der ist gut auf jeden Fall. Natürlich, ich habe Buba immer schon seit Tag 1 gefeiert. Das war jetzt der französische Teil. In Amerika finde ich gerade, wer ist denn da gut, Alter? Ich weiß nicht. Snoop? Snoop heißt jetzt Snoop Lion. Nee, jetzt ist er wieder, glaube ich, normaler Snoop geworden. Ja, aber kurz Snoop Lion. Verrückt, man weiß nicht. Mann. Hättest du es gedacht, Mann, Bro, dass du so weit kommst? Dass das so einschlägt mit dem Rap? Bin ich denn weit gekommen? Was ist voller weit gekommen? Ich höre mal Glamour Life, Bro. Ja, alle hören das. Das ist für mich auch sehr schön, das zu hören, aber... Du warst in den Kameradenweg-Charts bei mir. Weißt du, was ich denke, wann man weit kommt? Wenn man auch was für seine Mitmenschen tut, ja, und denen auch etwas mitgeben kann. Also wenn du das machst du auch immer voll, Bro. Ja, aber ich glaube noch nicht so. Ich würde gerne auch jetzt irgendwo so eine Position sein, wo ich einem Jungen einen Weg ebnen kann und den so ebnen kann, so dass er sich freut, korrekt, dass ich Wesley kennengelernt habe und dass er zu 1.000.000% da war und mir diesen Weg gemacht hat. Und schön, das machst du. Ich finde auch, deine Texte sind so hart, dass ich die feiern kann, dass die mir Kraft geben, aber auch jüngeren Zuhörer was Positives beibringen. Und das ist auch eine gute Message. Also jetzt wirklich, und die Message auch zu erkennen, die ist nicht zu versteckt. Und letztens war interessant, oder ein bisschen länger her, ich war in Café Tür machen. Mhm. Und die haben gesagt, letztens war Vasey und seine Freunde da, oder vor ein paar Monaten. Der ist gekommen, hat erstmal ein Kind an der Straße, das ist eine große Straße in Neukölln, Eis gekauft. Also ich weiß, dass du Gutes machst. Bei mir brauchst du nicht böse zu machen. Hast du ein Kind ein Eis gekauft? Nee, also ja, über sowas braucht man ja nicht jetzt quatschen oder so. Aber so, nee, ich bin gerne so. Beispiel, letztes Mal waren wir in Kreuzberg. Die Jungs sitzen alle da, wir sind alle da. Ich habe da mindestens eine halbe Stunde mit so einer kleinen Plastikflasche habe ich mit kleinen Kindern Fußball gespielt. Also Tunnel. Mann, wir haben uns gerade ein ganzes Jahr getunnelt. Okay, ich habe mich ein paar Mal extra tunneln lassen. Du weißt doch, dass sie auch sich freuen und so. Ich lasse auch mal Tore reingehen von meinem Sohn. Ja, so, ich mag das auf jeden Fall, weil wir auch mit Belasch den Song, den wir gemacht haben, Kinder der Zukunft. Kinder der Zukunft, einer meiner Lieblingslieder. Kinder sind die Zukunft, verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall, Bro. Das ist ganz wichtig. Und du hast es auch vorhin angesprochen, Rap war für dich auch oder ist immer noch ein wichtiges Ventil, ne? Also du ziehst was Positives aus dem Rap hinaus. Natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Es ist ein Ventil, wie gesagt. Man kann seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Man ist allein in seinem Raum, man hat das Mikrofon. Genau. Und die Leute kommen kaputt zu Rap, Freunde. Rap macht nicht kaputt, Rap fängt kaputte Leute auf. Ja, Mann, genau so sieht's aus. Das finde ich auch. Gab es schon mal einen Punkt, wo du gedacht hast, die Musik an den Nagel zu hängen? Naja, als Papa starb. Okay.
Das habe ich ehrlich in Erwägung gezogen. Hm. Aber meine Freunde und Familie haben gesagt, das wäre genau das, was mein Papa nicht gewollt hat. Ich wollte es gerade sagen, wir würden im Himmel sehen, wie du sehr stolz auf dich sein. Er war sehr stolz auf dem, was sein Sohn gerade da vollbringt und voll die ganzen Sachen, was er da tut, ja. Wir sind alle stolz, Bro, auf dich und ich denke, dein Vater hat erst recht. Vielen Dank. Wie läuft so ein Tag ab jetzt? Heute ist Wochenende. Hast du heute einen Dreh gehabt wieder? Oder? Nee, heute habe ich keinen Dreh gehabt. Aber unter der Woche drehst du immer zurzeit, ne? Ja, ich habe jetzt Montag ist eine starke Woche. Da fange ich von Montag bis Freitag an zu drehen und da muss ich viel lernen. So bis Werkzeiten kann ich das vorstellen? Von 8 bis 18 Uhr oder ein bisschen später? Aber 10 sehr Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden. Es ist Wahnsinn. Ich habe letztes. Man wartet auch viel. Man ist ja nicht nur am Drehen. Man muss dann warten, dann, okay, das Set ist fertig, jetzt geht's wieder los. Dann wieder warten, dann wieder los, dann wieder warten, dann wieder los. Ich hatte letztes Jahr auch eine Filmrolle, das war keine Rolle. Ich war Deko, sage ich, in diesem Film, den Superfunk gemacht haben mit so drei Kampfsportlern. KIZ machen wir mit Bela, so ein kleiner Low-Budget-Film. Ich bin ganz kurz so ein Türsteher, der eine Flasche über den Kopf gezogen bekommt. Hat bestimmt 2 Stunden gebraucht. Also ich habe da schon ein bisschen Einblick, das wird tierisch lange dauern, ne? Ja, weil man muss ja immer Wiederholungen machen. Man macht's ja einmal von dieser Optik, einmal von dieser Optik. Und dann schneidet man die Bilder dann zurecht. Mhm. Und du meinst, du musst auch immer richtig da auch sacken lassen und so. Also du brauchst richtige, bist du richtig in der Hauptrolle eingespannt. Ja, ich habe hier eine Hauptrolle. Ist schwer, die Dialoge auswendig zu lernen? Ja, als so ein Kanake von der Straße hat man es ein bisschen schwer mit der Aussprache. Man muss deutlich reden. Das ist sehr wichtig beim Film. Darfst du den Leuten da draußen schon erzählen, was du für eine Rolle spielst oder noch keine Informationen? Ja, also lasst euch überraschen, also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wisst ihr, wann die Staffeln im Kino kommen oder online? Nee, ist ja früher. Nee, Sky, bei TNT-Serie ist das und wer den TNT-Serie abonniert, kann es dann bei Sky dann checken oder gucken. Bin sehr gespannt drauf, Bro. Dankeschön, ich auch. Mein Album bist du hoffentlich auch am Start, haben wir ja gesagt. Freue ich mich sehr, Bro. Ey, Wesley, an der Stelle, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ich danke meinem Bruder Boogie, dass er gekommen ist, von meinem ganzen Herzen. Ich danke TV Straßensound, dass sie hier sind. Ich danke Daud. Peace. Wir danken unserem Bruder Wesley, Ritzen, Kanaken Game, Boogie, der Erste Keeper, TV Straßensound. Peace.